Hallo und recht herzlich willkommen hier beim Telefonjoker. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr beim Google Pixel 9 Pro XL die SIM-Karte einsetzen könnt. Und dafür brauchen wir neben dem Telefon den sogenannten PIN und der ist Teil der Box. Mal hier das Cover nochmal abmachen. Dann finden wir im Cover, ne, nochmal eine kleine Box, relativ versteckt. Und auf der Rückseite dieser Box, ne, gibt es so ein kleines Kärtchen mit so einem QR-Code ganz oben drauf und eben da hat sich der PIN versteckt. Okay, den lösen wir jetzt mal. Ja, alternativ könnt ihr natürlich neben dem PIN auch immer die Spitze der guten alten Büroklammer benutzen. So, und wenn ihr das Telefon jetzt so habt, findet ihr auf der Unterseite des Telefons den SIM-Kartenhalter. Und ein Teil des SIM-Kartenhalters ist ein kleines Loch und jetzt kommt die Spitze des PINs bzw. der Büroklammer ins Spiel. Aber Leute, seid vorsichtig, nehmt das Loch des SIM-Kartenhalters, weil neben dem SIM-Kartenhalter ist noch ein anderes Loch, das ist ein Mikrofon. Also bitte nehmt das Loch des SIM-Kartenhalters. Okay, also nehmt nun die Spitze des Pins bzw. der Büroklammer und steckt die in das Loch des SIM-Kartenhalters, drückt ein bisschen und der SIM-Kartenhalter, der kommt zum Vorschein. Bei diesem SIM-Kartenhalter könnt ihr eine Nano-SIM-Karte einsetzen und das machen wir jetzt gleich mal. Die kommt hier mit den Kontakten ganz nach oben und schön reindrücken sozusagen. In der Regel hört man so ein kleines Klickgeräusch und so sollte es dann nachher aussehen. Ne? Es gibt bei der SIM-Karte eine fehlende Ecke und die passt auch nur zur fehlenden Ecke des SIM-Kartenhalters. Und wie ihr selber seht, die Kontakte, die sind ganz oben. Okay, wenn ihr fertig seid, dann schubst den SIM-Kartenhalter wieder zurück ins Telefon. Die Kontakte zeigen dabei zum Display. Schön zumachen. Und ja, das war's auch schon. Wenn ihr im Übrigen möchtet, könntet ihr noch eine weitere SIM-Karte aktivieren in Form eines eSIM-Profils. Nähere Informationen dafür bekommt ihr bei eurem Provider. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen Tutorial helfen für die physische SIM-Karte. Und ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr mir gerne einen Kommentar da lassen oder auch gerne einen Daumen nach oben. Vielen, vielen Dank. Ist eine riesen Unterstützung für meine Videos. Und ja, ich habe noch ein paar andere Videos gemacht, ein paar mehr Tipps und Tricks und so weiter und so fort. Oder ihr könnt mich auch gerne abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao.